Hi Leute, ich bin in meinem Blog, auf meinem Blog, über meinen Blog, blogmäßig immer wieder gefragt worden, was nutze ich eigentlich für eine Technik, welche Kameras nutze ich für die Videos. Und da dachte ich mir, ich mache mal eine ganz kurze Zusammenfassung, welche Kameras ich benutze. Angefangen habe ich ganz stumpf mit dem Laptop, mit der Videokamera, die eingebaut ist, sei es das MacBook Air oder sei es das MacBook. Oder sei es auch von mir aus das iPad. Muss jetzt kein Apple-Gerät sein, nehmt irgendeine Kamera, die ihr habt. Wichtiger als die Bildqualität ist letzten Endes das, was ihr sagt. Die Kameras haben eine ganz gute Qualität. Es reicht aber leider eigentlich nur dafür aus, ja, einen Snapshot zu machen, zu skypen oder mal ein kurzes Statement für ein bisschen besseren Film, für einen vernünftigen Blogbeitrag, würde ich sagen. Zur Seite bringt nichts. Habe dann geschaut, was kann man denn da vielleicht verbessern, eine bessere Kamera nehmen und habe mich mal ein bisschen umgeschaut und gefunden habe ich die Logitech. Die Logitech. Und zwar ist das die 930E. Eine ganz vernünftige Kamera mit einem ganz guten Autofokus. Ich gehe gleich nochmal ran. Mit einem ganz guten Autofokus. Aber sie hat halt die klassische, ja, es ist halt eine Webcam, die Webcam-Optik. Das heißt, man klebt ziemlich im Fischei-Optik dann davor. Ist auch einigermaßen scharf, aber naja, wenn man sich die Linse anguckt, es ist halt auch einfach ein kleines Objektiv. Besser als die eingebaute Kamera auf jeden Fall. Ein Schritt nach vorne. Richtig zufriedenstellend. Nö, ist er auch nicht. Okay, dann dachte ich mir, okay, gehen wir ins Eingemachte, versuchen wir doch mal eine vernünftige Kamera. Und da habe ich genommen die, Sekunde, die 800D von Nikon. Nikon, Nikon. 800D, tolle Kamera, total fasziniert von diesem Gerät mit einem vernünftigen Objektiv darauf, auf dem mir derzeit leider gerade die Schutzhülle fehlt. Aber ansonsten mit einem vernünftigen Objektiv eine fantastische Kamera, mit der man super Fotos machen kann und mit der man auch perfekte Videos machen kann. Das einzige Problem bei dieser Kamera ist, dass die Scharfstellung, der Autofokus, nach der Kontrastwirkung funktioniert. Das heißt, die Kamera sieht mich, dann schaut sie, was passiert, ein bisschen hinter mir. Sieht, oh nee, das ist nicht mehr das Motiv. Schaut ein bisschen weiter nach vorne, was ist da? Nee, da ist das Motiv auch nicht mehr. Also muss die Mitte stimmen. Und dieses Hin- und Hergezoome, dieses, das sieht man halt, weil diese Scharfstellung, dieses Hinweg-Hin, das erkennt man sofort. Und man hört es auch, weil das Objektiv natürlich in dem Augenblick arbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man die Kamera zum Filmen benutzt, top, Empfehlung, Daumen nach oben. Wenn man selber ein Video schießen möchte, wie in diesem Fall, und man hat niemanden, der die Kamera bedienen kann, dann ist sie leider ja, nicht wirklich zu gebrauchen, weil der Autofokus nicht funktioniert. Was man machen kann, ist, man stellt den manuellen Fokus ein und tüftelt sich das aus, dass es funktioniert und versucht sich halt nicht mehr zu bewegen oder zumindest in der Achse zu bleiben, damit der Schärfeabstand erhalten bleibt. Wenn man aber anfängt rumzufuchteln und zu rennen, wie ich das mache, haut das nicht hin. Ich schmeiße sie jetzt mal nicht weg, weil die will ich noch weiter benutzen. Aber die Bildqualität hat es mir angetan, fand das toll. Schöne Kamera fürs Vlogging nicht zu nutzen. Dann dachte ich mir, ah, schaust du doch mal, was dein Telefon so kann. Und ich habe das iPhone 6s. Wenn man sich die iPhones anguckt, das 3, sagen wir mal, ist vierte Tonne, das können wir nicht benutzen. Das 4 ist gar nicht so schlecht, hat jetzt aber die Oma. Das 5 macht schon vernünftige Videos, kann man durchaus benutzen. Das 6, oder ich habe jetzt hier das 6S, macht hervorragende Videos, eine sehr gute Qualität, wunderbar. Wenn man noch ein bisschen mehr ausgibt und von Moment-
oder Momento. Ich schreibe es unter das Video nochmal genau, wie die Firma heißt. Kann man einen Objektivaufsatz dazu kaufen für Wide oder Tele und hat damit eine fantastische Ausrüstung. Das Einzige ist, die Videos sind, wie sie sind. Ich kann nicht mehr aus so viel nachbearbeiten, außer vielleicht ein paar Effekte drauflegen. Und wenn die Lichtbedingungen nicht optimal sind, dann ist das Video auch nicht optimal. Also bei tollem Licht ist es fein. Wenn die Lichtbedingungen nicht so optimal sind, dann ist es halt auch am Schwächeln, das Handy. Es ist halt dann doch ein Handy. Nichtsdestotrotz ist das meine Unterwegskamera. Also wenn ich unterwegs Fotos mache oder ein kurzes Video, reicht es völlig aus, habe ich dabei. Schöne Lösung. Für etwas professionellere Videos reicht es dann nicht aus. Und da komme ich wieder zurück zur 800. Die D800 von Nikon ist schon so ein bisschen das Maß, was Videos angeht. Das Einzige ist halt der Autofokus. Und da habe ich geguckt, was kann man an Spiegelreflexkameras auf dem Markt finden, die einen guten Autofokus haben. Und da kommen wir zur D70. Das ist die jetzt gerade läuft. Und die Kamera hat den riesen Vorteil, dass der Autofokus nicht über diesen Spiegel läuft und nicht über Kontrast läuft, sondern es wird der Autofokus im Live-View-Mode digital berechnet und zusammen mit einem STM-Objektiv, das ist wichtig, das müsst ihr zunehmen, ein STM-Objektiv, arbeitet es sehr charmant und die Scharfstellung ist sehr dynamisch und extrem leise. Man hört das Objektiv eigentlich nicht. Mikrofon oben aufschrauben ist alles prima. Spricht im Prinzip kein Sound über. Man hat also nicht dieses Ratsch-Ratsch-Geräusch und auch optisch nicht das Problem. Ich nehme den Ton übrigens hier über das iPhone auf mit dem Rode-Mikrofon. Okay, mehr Infos zur D70 von Canon. Ach ja, das ist nicht von Nikon, sondern von Canon, die D70. Mache ich vielleicht nochmal ein weiteres Video, ansonsten gibt es dazu eine Tonne Material im Web. Für mich die optimale Kamera fürs Vlogging. Ach ja, eins gibt es noch als Alternative zum Handy. Vielleicht interessant, wer da noch ein bisschen mehr, aber trotzdem kompakt an Qualität haben möchte. Der kann sich von Canon auch die GX7 anschauen. Auch ein fantastisches Gerät, besser als das Smartphone, kostet allerdings auch um die 500 Euro. Und da ist dann die Frage, ob dieses Quäntchen mehr als Unterwegskamera, ob einem das dann wert ist. Oder schaut euch die einfach an. Vielleicht sagt ihr auch, die reicht mir als für immer Kamera. Auch für die normalen Videos, dann ist das noch eine tolle Alternative. Canon GX7 heißt sie, glaube ich, ja genau. Ansonsten die 70, dringende Empfehlung für den professionellen Einsatz. Wir sehen uns, abonniert den Kanal und bis dann. Ciao.